Dann sperren wir mal den Laden auf. So, das ist ja nicht. Wir in Rubel und Klemmer ist die einzige Bank gewesen. Wo ist mir auch mein Telefon? Mein Telefon muss ich auch da tun, so wie jeder hochgeht. Das tun wir da her. Telefon brauche ich. Und dann brauche ich die Kronenzeitung. Und den Text. Und der Bär. Wir haben ja nicht gleich so leid da, weißt, das ist ja heute gar nicht mehr so einfach. In der halber Achte, da geht schon ein Bär. Jetzt schauen wir, was die Krone so schreibt. Erste Annäherung. Oh, das Wügen, hörst du. USA. Millionenschaden. Hat Vorrang. Spot. Schon wieder ein Spot. Ruhe in der Bank, grüß Gott. Frau Saueregger, ob Ihr Geld bei uns sicher ist? Sicher ist es sicher. Klar. Wollen wir mir pleite gehen? Na, wollen wir mir pleite gehen, Frau Saueregger? Dann kommt die Landeszentralbank dafür auf. Wenn die Landeszentralbank pleite geht, Frau Saueregger, dann kommt die Bundesbank dafür auf. Na, wenn die auch pleite geht. Ja, wenn die Bundesbank pleite geht, Frau Saueregger, dann tritt die Bundesregierung zurück. Und das sollte Ihnen nun wirklich die 125 Euro Fuß wert sein. Und die Zentro weggefallen. Wir brüllen nach. Hier schon. Treppen. Bringt mir so einen Rasch, wollte die Zentro die Brüllen aus der Herzu. Jetzt werden wir mal sagen, 10 vor 8. Pass auf. Da hinten habe ich was gesehen, da sind die Lurdalen drinnen. Da ist er. Ja, ist es schon da? Ist es schon da in Sternzeichen? Die Liebe einfach so genießen, wie sie sich anbietet. Sex Hotline. Baby Blue. Das ist gut, die Baby Blue. Ich rufe jetzt einmal an. 9, 0, 6, 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 3, 2, 4, 1. Hallo, hier ist Baby Blue. Und ich erfülle dir jeden Wunsch. Ja, ruf mich zurück. Dreh mich. Fünf vor hoch, das geht sich nur aus. Halt, das ist die Baby Blue, Herr. Thank you.
Hallo, Baby Blue. Oh, Herr Direktor. Jawohl, Herr. Jawohl, Herr. Na, Herr Direktor. Jawohl, Herr. Oh, na. Jo, Herr Direktor. Selbstverständlich, Herr Direktor. Bankraubseminar war mal Herr Direktor. Jo. Momentan ist er blöd. Bitte draußen warten. Vor der Untersuchung. Na, jo. Haben wir geguckt mit der Kollegin? Mit der Kollegin haben wir gerade geguckt. Ein Bankraubseminar. Jo. Einen kleinen Moment, Herr Direktor. Haben wir mir einen Maler bestellt? Na, Entschuldigung, kennen Sie ihn, weil wir aber noch nicht offen. Jawohl, Herr Direktor. Wir waren ein super Bankraubseminar. Ja. Haben wir beide aufgepasst, meine Kollegin und die. Ja, na, danke. Schöne Grüße der Frau. Ach, haben Sie keine. Gut. Die Baby Blue ist gut. Ja, ist auf der anderen Leitung, aber das habe ich. Gut, danke, Herr Direktor. Wiederschauen, Herr Direktor. Oh, der Herr Direktor. Bankraubseminar. Ach so, ein Schaß. Es würde mir doch reden, Rubel und irgendwo überfallen werden. Nie werden wir mir überfallen. Nie, nicht an der Napoleon hat das gefunden. Keine Panik! Ohr werfen Boden! Und Hände in die Höhe und Füße in die Höhe! Nein, falsch! Aufstehen! Wo ist jetzt? Recht herzlich willkommen in der Rubel in der Bank! Hände hoch und wie kann Geld ich Ihnen helfen? Hände hoch und Geld her! Ja, wie soll denn das machen, wenn ich die Hände in der Höhe habe? Dann halt Geld oder Leben? Leben. Leben, wir sind zur Kollegin gehen, die macht die Lebensversicherungen. Na, dann nur das Geld. Was nur das Geld? Geld, das habe ich auch da ein bisschen. Wie hätten Sie denn das gern? Warte, weil da die Leute schauen schon. Ja. Ja, wie hätten Sie denn das Geld gern? Große, kleine. Alles, was da ist. Alles? Alles. Ja, das ist aber früh. Bei einer Auszahlung von so einer großen Summe brauche ich einen Lichtbildausweis von Ihnen. Bist deppert, ein Lichtbildausweis. Der Direktor will das aber, ich kann ihn gerne einmal anrufen. Stopp, hör auf. Ich hab nicht so viel Zeit, du hast. Dann nimm mal schauen. Ja, das sind fast Sie, ja. Gut. Na gut, das geht in Ordnung. Ja, wie hätten Sie jetzt das Geld gern? Kleine, große Scheine? Wurst. Was Wurst? Wurst? Wo ist mein Mikro? Wurst haben wir auch keine, da müssen wir so weit zum Spar. Mach auf mit deinen Faxen, Kuhmeter, weil da eines Geld in einem Plastiksackel oder sonst in einem Sackel. Ein Sackel? Was Sie alles wollen, ja. Ein Sackel. Ah, ich habe aber nur einen Papiersackel. Und wir als umweltbewusste Rudeländerbank müssen für Sackel 60 Cent verlangen. Mahi! Du hast! 20. Wow, ey. So, Rest ist Trinkgeld. Ja. Soll es dann da weiter, ja, eine mit dem Geld im Sackel? Ich tue eh schon. Und nicht nur die großen Scheine? Ja, nicht nur die großen. Ja, wenn Sie wollen, mache ich sie Ihnen ein bisschen kleiner. Nein,
Nichts reißen! Ich will's im Ganzen haben! Geh Herbert! Hast du noch irgendwo leere Überweisungen umliegen? Ich sag einmal, fix das nicht, ich hab grad einen Kundschaft! Ah, ja, grüß Gott! Ja, willkommen in der Rubenländerbank! Ja, super! Aber Sie sind aber nicht von da, oder? Das bin ich auch schon gekommen. Was suchst du denn? Ja, die Überweisungen! Mein Gott, nein! Geh aus! Was suchst du denn? Bei dir muss immer alles gleich sein. Was suchst du denn? Ja, die Überweisungen! Die Überweisungen? Ich hab keine Überweisungen! Ja, geh weiter! Da ist nicht Geld drin! Wir müssen ja irgendwo sein. Gehörst der scheiß Koffer? Bei dir, ihr Weiber seid alle die gleichen, weil ich muss immer alles gleich gehen, hörst du? Ja klar, was glaubst denn du? Scheiß Frauen. Was heißt der scheiß Frauen? Bei euch Frauen, hab ich gesagt. Geh. Bloß jetzt ja kein Schaß. Geh nicht. Nur keine Sorge. Hast du jetzt deine Geschichte oder die Überweisungen? Ja, weißt du, typisch Frau, die sucht halt so lange, bis sie es findet. Ja, freilich, typisch Frau, bei euch muss immer alles gleich gehen. Typisch Frau. Was soll denn das heißen, typisch Frau? Ein Bildflächer, Frau, oder was? Hey! Finger weg! Und werd nicht gleich persönlich, gell? Was persönlich? Ja, außerdem brauchst du mich gar nicht so bevormunden, weil du 2 Jahre länger da bist als ich. Was? Ja, ist ja wahr. Mahe, bitte, 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 hört's auf, da kann man nicht einmal in Ruhe am Bankraub machen. Geh her's! Was mischen Sie sich da ein? Was geht's überhaupt nichts an? Das aber spielst du, wie redest du mit meiner Kundschaft? Oh, bitteschön, da haben wir alles da. Haben Sie das Geld? Möchten Sie vielleicht ein Konto eröffnen, ein neues bei uns? Wir haben die besten Konditionen. Gehörst, das ist ja viel zu wenig! Jetzt gib ihn halt alles! Ich weiß nicht! Das ist so ein Knauserer! Martin, zieht mich weiter, bevor die Polizei kommt! Wow, ein bisschen die Kump haben wir alles eingebuckt. Überhaupt ein Problem. Oh. Oh, hast du jetzt mal deine Überweisungen? Ja! Und dann schau das mir an, wie verschwindet alle aus dem Kassenraum! Und steh nicht so breit, Axel, da! Das ist ein Banküberfall und kein Betriebsausflug! Wenn du weiter mit mir so garstig redest, dann kündige ich! Ja, ja. Was hast du denn, das ist ein Kind, oder ja. Was? Du bist der Text. Wenn du nicht auch weiter tust. Ja, was soll ich sagen? Das sind alles nur leere Versprechungen. Jetzt bleibt sie. Nicht einmal mehr schlafen, Conny! Haben wir gestern miteinander. Das ist die reinste Form von Mobbing! Aber Sie, ja. Sie, ja. Als selbstständiger Unternehmer, ja. Kennen ja, diese ja, Probleme ja gar nicht! Nein! Mein Psychiater hat gesagt, da muss was passieren. Ja. Und ich mach der Sache jetzt ein Ende. So, was spielst du? Geht da weiter! Die du Lassel! Du Trottloch! Bin jetzt drauf! Ich war das nicht! Das soll ich mir nicht nachstellen!
Ich hau lieber auf. Herbert, er ist weg. Liebes Götti. Komm, er ist weg. Das Bankraubseminar war eine gute Idee. Aber schieß bitte das nächste Mal daneben. Meine Damen und Herren, jetzt hätte sie uns fast den Udo erschossen.